frisch auf und herzlich willkommen zu einem neuen Wandervideo. Heute stehen 80 stramme Kilometer auf dem Programm. Ihr hört, meine Stimme ist noch nicht wieder hundertprozentig da. Ich war die letzte Zeit leider ein bisschen erkältet, aber mir geht es soweit gut. Einige interessante Stellen und Höhenmeter liegen hier vor mir. Gesamt hat die Strecke etwa 1000 Höhenmeter. Das lässt sich halt hier im Bergischen und so weiter nur umgehen, wenn man Trasse läuft. Aber das ist halt auch langweilig. Wir haben jetzt schätzungsweise 18.30 Uhr. Ich laufe jetzt ganz grob mal Richtung Fellbad, dann Richtung Bochum, in dem großen Bogen an der Ruhr wieder zurück, Richtung Fellbad und dann nach Hause. Schöne Grüße an den Malte an dieser Stelle für die zwei Mega-VPs. Da freue ich mich schon sehr drauf. VP 1 und 3 werden das sein. Und VP 2 von der lieben Carmen. Da freue ich mich auch wirklich sehr drauf. Mitten in der Nacht irgendwann höchstwahrscheinlich. Ja, also wird ein Großteil hier an Kilometern durch die Nacht gegangen werden. Ja, aber ich möchte nichts vorwegnehmen. Eine Sache vielleicht doch, und zwar nämlich predige ich ja immer Never Change a Running System. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ich war heute kurzfristig noch bei Decathlon, habe noch eine andere Hose gekauft, die ich noch nie anprobiert hatte oder gelaufen habe drin. Die habe ich hier heute an und habe leider die Befürchtung, dass das Klima in der Hose nicht ganz so toll werden wird, leider. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Ich weiß noch nicht. Bleibt doch einfach bei dem, was ich predige. Never change the running system. Naja, wir schauen mal, was wird. Und so wünsche ich euch viel Spaß mit dem neuen Video. Und los geht's. Ja, also so richtig im Marschmodus bin ich noch nicht irgendwie vom Kopf her. Ich denke die ganze Zeit drüber nach, so, boah, hier jetzt fährt der Bus, dann können sie wieder nach Hause fahren. Werde ich natürlich nicht machen, aber das ist so im Kopf. Diese 80 Kilometer, wenn man die einfach so selber mal läuft, ohne irgendwelche Veranstaltungen und so weiter, das ist schon eine stramme Nummer, ne? Auch für den Kopf, für den Körper, für die Vorbereitung, für die Organisation und so weiter. Einfach Zähne zusammenbeißen, durchziehen, immer weitermachen, soweit wie es eben irgendwie möglich ist. Und das große Ziel, 171 Kilometer Ende dieses Monats. Das Video kommt ja erst im Juni raus. Die sind natürlich gesetzt und ich würde mich natürlich nicht für irgendwelche Veranstaltungen anmelden, wenn ich nicht vorhätte, das auch entsprechend zu finishen. Deswegen ist es die Zielankunft nach 171 Kilometer definitiv im Kopf gesetzt, komme was da wolle. Aber du steckst halt manchmal auch nicht drin, ne? Sind das noch 4 Wochen bis dahin. Und gerade das Wetter, das könnte eventuell spannend werden. Jetzt haben wir hier Sonne und angenehme Temperaturen. Wohingegen in Bayern jetzt aktuell vorhergesagt ist, dass da ordentlich Regen fallen soll. Und heute wäre auch die Jena Horizontale gewesen. Die wurde schon abgesagt wegen Starkregen und Co. Ja, das dürfte auf jeden Fall spannend werden. Zumindest was das Wetter angeht. Die Kilometer und VPs und so weiter sind natürlich eine andere Nummer. Beim Kölnfahrt, da gab es auch schon die ersten ein, zwei E-Mails. Da werde ich jetzt aber auch nicht konkret drauf eingehen, weil das zu viel in die Tiefe gehen würde. Es geht ja jetzt hier nicht um den Kölnfahrt, sondern es geht um den 80 Kilometer Marsch hier, den ich selbst geplant und organisiert habe und durchführe. Mit Hilfe von vielen netten Leuten und Kommentaren und Instagram Stories und so weiter. Apropos Instagram Story, wenn du meinen Instagram Account noch nicht abonniert hast, gerne mal ein Abo da lassen bei Instagram, aber auch gerne bei YouTube, denn ich habe gesehen, dass einige der Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Ja, hier ist blauer Himmel und da dunkelste Wolken, richtig toll. Ja, ich sag mal so, so ein kleiner Regenschauer, grundsätzlich ist kein Problem. Aber wenn es jetzt wirklich ergiebig anfängt zu regnen, dann habe ich damit ehrlich gesagt hart ein Problem. Weil ich auch nur einen Regenschirm dabei habe, muss ganz ehrlich sagen. Weil die Wettervorhersage, ja, einzelne Regenschauer vorhergesagt hat, aber nicht mehr und nicht weniger. Und erst ab morgen Mittag
soll es wohl mehr regnen. Aber vielleicht habe ich ja Glück im Unglück, dass nur so ein kleiner Regenschauer jetzt hier vielleicht einfach gleich vorbeizieht. Stelle ich mich im Zweifel hier unter die Bushaltestelle und warte das eben kurz ab hier. Weil wie gesagt, also unnötig nass werden muss ich jetzt auch nicht. So ein harter Hund bin ich auch nicht, dass mir das alles egal ist. Von daher, also wenn dann schon, möglichst bequem. Ja, es hätte jetzt ein kleines bisschen angefangen zu fisseln. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ich muss jetzt unbedingt einen Regenschirm rausholen. Zumal ich hier vom Blätterdach eigentlich ganz gut noch geschützt bin. Aber das Blätterdach ist leider gleich auch vorbei. Und ich weiß, da vorne kommt eine Bushaltestelle. Da werde ich mal kurz in mich gehen, mal überlegen, ob ich den Regenschirm jetzt raushole oder ob ich es riskiere, den drin zu lassen. Weil der Regenschirm halt einmal nass ist, dann ist er halt nass. Wenn es dann nicht mehr regnet, dauert es halt auch immer so eine gewisse Zeit, bis er trocken ist. Und ich möchte den nassen Schirm ungern dann wieder in den Rucksack packen. Ne? Ja, alles so Luxusprobleme wahrscheinlich. Ne? Ich tendiere ja auch gerne dazu, mir viel zu viele Gedanken zu machen, anstatt zu sagen, komm, einfach mal machen. Ne? Ja. Den Rucksack habe ich auch final erst wenige Minuten vorher zusammengepackt. Ich weiß nicht, ich schiebe sowas gerne raus, bis auf die letzte Sekunde sozusagen. Und dann überlege ich mir noch, hast du jetzt die Geldbörse eingepackt? Oder hast du dies oder hast du jenes drin? Also früher war es wirklich so, wenn ich unsicher war, dann habe ich den ganzen Rucksack nochmal ausgepackt und habe nachgeguckt, ob denn wirklich auch alles drin ist, was ich denke, was ich eingepackt habe. Ja, schon verrückt die Welt, ne? Das ist die besagte Haltestelle, aber ich glaube, ich werde den Schirm drin lassen. Muss allerdings, glaube ich, die Straßenseite wechseln, denn ich bin ja auch schon mal hergelaufen. 36 Kilometer nach Essen war das damals. Der führt jetzt hier kein Fußweg mehr her. Deswegen wissen wir mal eben ratzfatz die Straßenseite hier. Jetzt geht es hier in Serpentin erst einmal runter und dann geht es natürlich später wieder hoch, ist ja klar, weil was runter geht, geht auch irgendwann wieder hoch. Ja, das wird mich heute bis morgen im Ziel begleiten. Ein stetiges Auf und Ab. Aber nichts, wo ich sagen würde, das ist nicht schaffbar. Also 1000 Höhenmeter laut Komoot sind natürlich schon stramm. Wollte ich eigentlich auch nicht. Aber ich hatte ja auch eingangs erwähnt, das lässt sich halt hier in der Region nur mit Trassen bewerkstelligen, ohne nennenswerte Höhenmeter. Und ich kann nicht nur Trasse laufen. Das kriege ich irgendwie nicht geregelt. Also ich brauche schon ein bisschen Abwechslung, ein paar Aussichten. Habe es aber so geplant, dass ich die ganze Zeit an Straßen laufe und nicht stundenlang durch den düsteren Wald. Klar, so wie hier, wird es auch Passagen geben, die halt nicht beleuchtet sind. Aber ich werde schon versuchen, die Wege so zu planen, oder habe es zumindest so probiert, die Wege so zu planen, dass die Wege beleuchtet sind. Taschenlampe ist natürlich auch am Start, ist ja klar. Ja, so würde ich sagen, geht es hier erstmal heiter weiter Richtung VP Nummer 1. Ich denke mal, kurz vor 10 Kilometer werde ich jetzt sein. Der erste VP liegt bei 17,6 Kilometer. Ja, das ist streckenweise sehr, sehr langweilig wird, habe ich mir schon gedacht. Habe aber auch diverse Dinge dabei, um mich so ein bisschen abzulenken. Musik zum Beispiel oder auch die Kamera hilft mir halt auch. Aber auch, was ich neuerdings entdeckt habe, also vorher auch schon, aber noch nie auf dem Marsch dabei gehabt, sind Pistazien. Ich kann jetzt nicht meine Hand weiter noch aufmachen, weil sonst noch mehr Pistazien runterfallen. Ja, die muss man teilweise so ein bisschen knacken. Da ist man auf jeden Fall auch so ein kleines bisschen mit beschäftigt. Ja, das Regenband scheint vorbeigezogen zu sein. Da hinten scheint wieder die Sonne. Also, so kann es hier weitergehen. Kurz vor dem ersten Verpflegungspunkt direkt zweimal gute Nachrichten. Und zwar erstens, der erste Verpflegungspunkt ist nicht mehr allzu weit entfernt.
Und zweitens habe ich gerade gehört oder die Info bekommen, dass der Michael entweder in Hattingen oder in Essen Kupferdreh mit mir weiterlaufen wird. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Gerade für die Nacht ist das, glaube ich, auch ein bisschen angenehmer. Ah, kommt gerade die Polizei, ey, geil. Wenn man nicht alleine unterwegs ist. Warte mal kurz. Ah, dass man nicht alleine unterwegs ist. Ich gehe jetzt hier einmal rüber gleich. Vielleicht hätte ich auch woanders hergehen müssen. Keine Ahnung, ist ja auch wurscht jetzt. Aber hier ist gerade wieder richtig Verkehr. VP1 ist erledigt. Getränke sind wieder aufgefüllt. Kleiner Snack. Auch zu mir genommen. Vielen Dank an dieser Stelle für den VP Nummer 1, Malte. Richtig coole Nummer. Und jetzt geht es hier weiter Richtung Essen-Kupferdreh. Da werde ich mich mit dem Michael treffen. Der läuft mit mir weiter durch die Nacht. Wie weit, weiß ich nicht. Aber von da an 28 Kilometer bis, also von Kilometer 28 bis Kilometer 41. Denke ich, werden wir genug Zeit haben zu quasseln und Co. Denn da, bei Kilometer 41,1, wartet der nächste Verpflegungspunkt auf mich oder uns in diesem Fall. Nämlich die liebe Carmen, die hat sich im Wecker gestellt. Die macht leckere Brötchen, Kaffee und Co. Also auf jeden Fall, da freue ich mich ja schon sehr drauf. Und ihr merkt auch, man darf nicht diese große Distanz sehen, sondern man muss das runterbrechen auf einzelne Zwischenziele. Aber dennoch im Hinterkopf haben, das große Ziel zu erreichen. Das ist, glaube ich, der Weg, wie das erfolgreich funktionieren kann. Mal davon abgesehen, wenn man natürlich entsprechend körperliche Gebrechen hat, die halt ja, über das normale Maß hinausgehen. Jo, so geht's hier erstmal weiter auf die nächsten Kilometer bis Essen gefahren. Auf in die Dunkelheit. Ach nee, wir haben ja auch eine Taschenlampe. Ja, ich wollte mal eine kleine Meldung geben. Und zwar, Taschenlampe ist bisher eigentlich nicht notwendig. Es ist tatsächlich immer noch so hell, dass man den Weg hier eigentlich relativ gut sehen kann ohne Taschenlampe. Es sei denn, es kommen jetzt irgendwelche Autofahrer einem entgegen, die hier Fernlicht anhaben. Die blenden einen natürlich und dann siehst du halt gar nichts, ne? Dann schalte ich halt meine Taschenlampe auch einmal auf Vollgas. Dann regulieren die ihr Fernlicht wieder und dann geht das eigentlich auch wieder. Aber auf der Kamera kommt das nicht so rüber, aber ich kann, wie gesagt, ohne Probleme hier den Weg sehen. Und wenn ich an den Himmel schaue, da kann ich halt auch immer noch helle Stellen sehen. Wenn ich jetzt mal überlege, die Wolken werden alle weg, dann wäre es hier noch mal ein Stück heller. Ja, das ist für den Kopf auf jeden Fall sehr interessant zu wissen. Auch wenn natürlich die Wege, die ich jetzt hier laufe, an Landstraßen und an an befahrenen Straßen halt entlang führt, dann macht das natürlich noch einfacher, ne? Wenn das jetzt im Wald wäre, wo dichter Bewuchs ist, dann würde das Ganze natürlich komplett anders aussehen. Ja, ich glaube, ich bin hier in der Nähe von einem Reiterhof oder sowas und habe jetzt tatsächlich erstmalig das Problem, dass hier zwar ein Weg hergeht, die Landstraße allerdings keinen Fußweg hat. Und ich hätte jetzt gedacht, der Weg hier, der läuft halt parallel weiter, tut er aber nicht. Der macht jetzt leider so einen Knick nach oben, weswegen ich notgedrungen leider weiter der Landstraße folgen muss, um halt nicht zu viele Umwege zu machen und so weiter. Deswegen also, wenn ihr sowas macht, auf jeden Fall äußerste Vorsicht. Ich habe jetzt die ganze Zeit schön 80er Jahre Musik gehört, richtig cool. Also ich bin hier gerade richtig cool im Flow. Der Bernd, der kommt gleich auch noch zu uns. Dann sind wir eine schöne Dreiertruppe hier und laufen hier einige Kilometer. Finde ich auf jeden Fall richtig genial. Jetzt muss ich allerdings erstmal vielleicht
Ich gucke erstmal auf die Karte, ob nicht eventuell der Weg vielleicht nur so einen kleinen Schlenker macht und dann weiter parallel der Landstraße führt. Das werde ich jetzt mal auf der Karte eruieren, wie man so schön sagt. Und dann melde ich mich gleich nochmal. Als hätte ich es mir gedacht, es gäbe zwar Wege parallel, aber die führen mich unweigerlich wieder auf diese Landstraße. Deswegen werde ich jetzt hier die Landstraße weiterlaufen. Allzu lang wird es nicht mehr sein, aber tut mir bitte den Gefallen, wenn ihr das macht, macht das mit äußerster Vorsicht oder lasst es vielleicht einfach ganz sein. Ich laufe jetzt hier mit voller Beleuchtung rum und habe halt auch die Ohren offen. Wenn nämlich wirklich ein Auto kommt, dann gehe ich halt hier gerade mal eben an die Seite und bleib einfach stehen. Denn ganz ehrlich, mein Leben ist mir wichtiger, als irgendwie einen Geschwindigkeitsrekord hier aufzustellen. Und das sollte für euch genauso gelten. Also Achtung, Achtung, macht das bitte nicht nach. Alles gut gegangen. Sehr gut. An der Hespertalbahn einmal den Michael getroffen hier. Der läuft jetzt hier einige Kilometer mit mir mit. Richtig coole Nummer auf jeden Ja. Fall. Schön, dass du dabei bist. Und der Bernd ist auch am Start. Hi. Wir sind ja gestern Abend schon mal hierher gelaufen, ne? Verrückt, ne? Rund um die Baldener See. Ja, Wir sind schon schön. verrückt, ne? Ja, ein Ja, bisschen. die beiden begleiten mich jetzt hier auf einigen Kilometern. Also, let's go. Vorne. Herzlich willkommen in Bochum-Dahlhausen. Der Michael ist auch noch da. Jo, Der Bernd ist hier voll vorne, der Räuber. Weißt du Bescheid? So, Carmen hat eben schon gesagt, da wo die Frösche quaken. Die Frösche können wir auf jeden Fall schon mal quaken hören. Ich hoffe nicht, dass Carmen jetzt gerade in den Teich gesprungen ist. Das hörte sich so an. Und wo das ganze Licht ist. Ah, ich freue mich auf eine Pause. Oh, da vorne kann ich schon Licht sehen. Da ist das Carmen. Yeah! Und die Kamera läuft auch schon da. Geil, ey. Hi. Hi. Grüß dich. Na? Geht's dir gut? Ja, ihr seht ja noch ganz fresh Hi. aus. Hallöchen. Hallöchen. Ach ja, ihr seid auch schon mal draußen. Nein. Hi. Wie geht's sonst so? Alles gut. Hier. Wollte noch jemand einen Kaffee? Ich habe jetzt noch irgendwie Becher zusammengezimmert hier. Bernd. Hi. Das ist Carmen. Der Michael. Ja. 45,77 Kilometer gelaufen. Was sagt der Bernd? Also hier willst du dich als Blinder orientieren können? Ja, vor allem da an der Kante, ne? Das ist ja so verrückt, oder? Herzlich willkommen in Bochum. Also wir sind wieder on track hier. Schöne Grüße an die Carmen an dieser Stelle. Das war ein richtig toller VP. Richtig cool, hat mich sehr gefreut. Den Bernd und den Michael bestimmt auch. Jawohl, definitiv. Und ja, wir sind hier heiter weiter des Weges auf den 80 Kilometern. Und ja, wenn ich so nach oben schaue, so langsam wird es wieder ein bisschen heller. Wir haben jetzt schätzungsweise kurz vor vier. Kurz nach vier. Kurz nach vier. Okay, danke. Und ja, mehr gibt es hier aktuell tatsächlich nicht zu vermelden. Wir ziehen hier Kilometer um Kilometer dem Ziel entgegen.
Ja, so langsam wird es wieder heller. Kurz vor Kilometer 50. Gleich geht es hier steil den Berg hoch auf die Isenburg. Habe ich extra so geplant, weil ganz ehrlich, wenn man hier in der Gegend ist, dann muss man die Isenburg auch einfach mitnehmen. Wenn das vielleicht alles zeitlich passt, sind wir vielleicht pünktlich zum Sonnenaufgang oben. Das wäre auf jeden Fall auch nochmal ein schönes Highlight für mich. Auch optisch, glaube ich, ganz schön anzusehen. Ja, aber ich kann auch aktuell nicht sagen, wie viele Kilometer es noch sind bis zur Isenburg. Ja, also ich schätze mal vielleicht 1,5 plus Aufstieg. Das wird vielleicht 2 Kilometer sein. Aber es ist halt auch sehr bewölkt hier, ne? Was ja dieses kleine Stückchen da auf der linken Seite hier, was ich euch gerade gezeigt habe. Sonst ist hier alles wirklich grau in grau hier. Also ich sagte ja bereits, wenn man hier in der Gegend ist, dann muss man die Isenburg und den Isenberg auf jeden Fall mitnehmen. Das ist einfach atemberaubend schön hier. Ich überlege, der Aufstieg jetzt ging doch relativ gut. Gut, im Vergleich zum Mammutmarsch NRW, wo man hier dann schon 76 Kilometer auf der Uhr hat, jetzt hier nur 52 in Anführungsstrichen. Aber ich glaube doch, dass sich das Laufen oder das Gehen, Laufen, Intervalltraining, Gedöns da schon auch konditionell ausgezahlt hat. Ich überlege, die Anstiege hier, die waren jetzt doch schon knackig, ne? Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, es geht nicht mehr weiter oder so, ne? Aber wir werden jetzt hier auf jeden Fall ein kleines Päuschen machen. Dann mal hier was snacken, mal was trinken. Michael, wie läuft's bei dir? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr schön. Hier ist die Hälfte. Und ich stelle mich mal hier in einigermaßen gleich groß. Ja. Wie ist die Lage? Hervorragend. Ja? Ja, doch. Eine Nacht durchlaufen ist gut. Aber geil, ich habe ja auch erst 23 Kilometer. Ja, ja, eben. Von daher. Ja, 22. Ah, kleines Päuschen hier. Auf dem Isenberg, oberhalb die Isenburg. Geile Nummer hier. Herzlich willkommen in Fellbad-Nienhof. Meine Stimme geht nach wie vor weiter weg hier. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich kriege das hier in den Griff. Der Bernd verlässt uns jetzt, oder wie ist das? Das ist richtig. Ja? Ja. Weiß ich nicht. War eine spontane, coole Aktion. Eine geile Nummer. Sehr gern. Und so. Wie viele Kilometer hast du auf der Uhr? 26 nur. Oh, oder es hat angehalten. Nee, okay. Läuft noch. Alles gut. Geil, Mann. Ich bin gefreut. Adios. Am nächsten Mal gerne wieder. Mal, ja. Ne? Machen wir. So. Attacke. Komm gut nach Hause. Ja. Tschüss. Weite deines Amtes, ne? Ja. Ciao. Ja, mehrfach jetzt verlaufen bzw. den Weg nicht gefunden und jetzt gerade auch noch falsch abgebogen. Das heißt, wir laufen jetzt im Prinzip einmal eine große Schleife, um nicht nur auf den Track wiederzukommen, sondern auch um bei Malte einzukehren. Der hat schon lecker Essen für uns vorbereitet. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich darauf freue, zu sitzen, das Leckeres zu essen, vielleicht irgendwie was Kaltes zu trinken oder auch einen Kaffee oder so, ey. Richtig steifes Brett hier heute, ey. Aber ich habe es ja auch so gewollt, ne? Von daher, ich werde mich auf keinen Fall beschweren. Aber es ist anstrengend. Die letzten 16 Kilometer sind angebrochen. Letzter VP liegt hinter uns.
Malte, Junge, das war eine richtig geile Nummer. Ja. Da gab es nochmal ein lecker Sandwich mit Käse und Salami. Blende ich mal ein Foto ein. Richtig geil. Hat auf jeden Fall nochmal richtig Energie gegeben. Und jetzt geht's hier so schnell es geht auf die letzten 16 Kilometer. Beziehungsweise für dich so roundabout 10. Denn der Michael wird in Wuppertal-Vohwinkel am Bahnhof in den Zug steigen und nach Hause fahren. Ich schätze mal, das ist wahrscheinlich auch so 50, ne? Ja. Vielleicht, ja, ja, so in dem Dreh. Aber ist ja auch wurscht. Knapp 50 Kilometer ja. Muss das sein, ja. Ja, geil. Ja, läuft bei dir, wa? Ja. Geil, Junge. Weiter geht's. Immer heiter weiter. Herzlich willkommen in Wuppertal-Vohwinkel. 76 Kilometer bisher. Geil. Und ja, der Michael wird mich jetzt gleich verlassen am Bahnhof Wuppertal-Vohwinkel. Also eine geile Nummer. Richtig cool, richtig spontan. So muss das sein, besser geht nicht. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Heimreise. Und ich hoffe mal, dass die Züge pünktlich fahren. Ich hoffe es auch. Und dir wünsche ich, falls wir uns nicht mehr sehen, für den Köln-Fahrt das Beste. Bleibt gesund, kommt gesund da an und rock das Ding. Ich danke dir. Ja, ne? Kilometer glatt voll gemacht. Das konnte ich mir nicht nehmen lassen, noch 2,5 Kilometer dran zu hängen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich nicht noch die 100 voll machen soll, aber irgendwo muss auch für mich mal ein Schlussstrich sein. Einfach, weil ich mich auch regenerieren muss, auch der Kinder wegen. Und kann echt sagen, das lief für heute größtenteils wie am Schnürchen. Also ich kann es wirklich nicht anders sagen. Einen großen, wirklich großen Dank geht raus an den Malte, an den Michael, an den Bernd. Und vor allen Dingen auch an die Carmen, die da mitten in der Nacht irgendwo an einem Schlosspark mit irgendwelchen kuriosen Jugendlichen da sich unterhalten hat, die ja leicht angeschickert waren oder zugekippt waren oder was auch immer. Keine Ahnung. Schaut da auf jeden Fall bei der Carmen auf dem Kanal vorbei und vor allen Dingen auch das Video auschecken. Das wird bestimmt sehr, 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 sehr lustig werden. Schaut auch gerne bei Michael auf dem Kanal vorbei. MMT on Tour. Alle Kanäle sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich werde jetzt erstmal duschen gehen. Dann werde ich mir eine leckere Pizza machen. Bisschen regenerieren, bisschen Fernsehen gucken. Und dann einfach vielleicht die ein oder andere Stunde knacken. Und dann mal schauen, wie es hier zum Nachmittag hin weitergeht. Ich kann euch vielleicht gerade mal die Uhrzeit sagen. Kann ich jetzt gerade nicht. Schade. Moment mal eben. 12.54 Uhr haben wir jetzt. Die entsprechenden Statistiken blende ich jetzt auch alle mal ein. Die jetzt alle nochmal runter zu rattern, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust mehr zu. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Gerne was in die Kommentare schreiben, was ihr von solchen langen Distanzen haltet. Ob ihr sie selber lauft, ob ihr sie selber vorhabt zu laufen oder eben auch überhaupt gar nicht. Würde mich sehr interessieren. Und wie gesagt, bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.